Und natürlich wird es wieder Nacht. Jawollo. Und die Uhrzeit stimmt auch nicht. Ha! Da müssen wir eben kurz mal einstellen, hier Zeitzonenunterschied. Der hat sich ja nun wieder geändert. Das heißt, wir sind hier wieder auf eine Stunde. Jetzt haben wir nämlich 13 Uhr tatsächlich und nicht 14 Uhr. So. Beziehungsweise gleich haben wir schon 14 Uhr. Und heute Morgen hatten wir es 1 Uhr, als ich aufgestanden bin. Beste Uhrzeit! Deswegen bin ich auch ein bisschen müde und muss erstmal ein bisschen Energy ballern. Och, jetzt kommt da hier... Junge, geh mal weg, danke. Noch jemand? Nein, gut. Dann zum Wohlsein. Deliziös. Möchtest auch du, dass ich deine Marke unzensiert reinhalte in die Kamera? Sag Bescheid, wenn du einen Energy-Ding rausgebracht hast. Ich teste ihn für dich und werde dich lobend erwähnen, wenn er schmeckt. Wenn nicht, dann nicht. Nein, so, Spaß beiseite, wir müssen ein bisschen arbeiten. Es kam beim Starten gerade irgendwie eine komische Meldung von wegen Craft Guide, bla, und man soll doch bitte die neueste Mindtest-Version benutzen. Ich habe doch die neueste Mindtest-Version. 5.3 irgendwas, ist doch aktuell, oder? Was passiert, wenn ich jetzt hier... Das ist die Meldung, die ich meine. Hä? Willst du mich verarschen? So, Entschuldigung. Ja, also. Wie gesagt. Keine Ahnung. Ich habe die aktuellste Version eigentlich und da oben steht's 5.3.0. Oder habe ich verpasst, dass inzwischen 5.4 raus... Oh, ja. Dass inzwischen 5.4 raus ist. Ich dachte mir, ich nehme einfach mal ein bisschen auf, weil es... ach ja, überhaupt neues Jahr und so, ne? Kann nur besser werden. Ich dachte mir, ich nehme einfach mal auf. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob eine neue Version draußen ist. Ich gucke nachher nach der Aufnahmesession mal. Irgendwie wird sich das schon klären. So, dann haben wir ja gesagt, letztes Mal, wir müssen... Warte, sind das die richtigen Setzlinge? Apfelbaum. Das ist Dschungelbaum. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen bauen. Beziehungsweise, dass wir ein bisschen Höhlentour machen. Oder eben auch nicht. Und ich habe überlegt, wir machen hier doch mal volle Kanne Wald irgendwie hin. Den ziehen wir bis hier hinten hin, den Wald. Und dann passt das dann schon. So, weil hier auf der Ebene, das ist soweit in Ordnung. Die Baumfarben, die müssen wir nämlich doch nochmal ein bisschen anpassen. Ich habe nochmal ein bisschen überlegt. Wir werden hier auf jeden Fall irgendwie ein Tor reinbauen. Und der... Ja, guck mal her. Und das ist das, was ich meine. Da in der Mitte, da stören sie sich dann so ein bisschen irgendwie die Blätter. Aber hier diese Vierer drumherum oder diese... vier einzelnen, jetzt hier in dem Fall nur drei, aber diese theoretisch immer vier einzelne Blöcke drumherum, die stören sich dann halt nicht gegenseitig. Ach, guck, da ist der nächste Morgen wachsen und ich krieg Corona. ja, nicht so viel dazu. Ja, um 1 Uhr aufstehen und dann aufnehmen, jetzt um die Uhrzeit, geilste Idee ever. Gut, Mittag ist schon durch. Schön Chili con Carne geballert heute und dann passt das dann schon. Und jetzt machen wir hier erstmal einen Tour ran. Wir gucken mal irgendwie, wie breit wollen wir es machen. Nicht von hier bis hier. Guck mal hier, haben wir hier drei. Dann haben wir hier drei und dann haben wir hier... Wir haben immerhin eine Tür. Nein, wir machen einen Tour. Wir gucken mal. Tour so in der Höhe. Und dann machen wir nämlich hier oben Treppen dran. Kommen wir nämlich... Ne, wir können hier gar nichts dran machen, weil das keine Dings... Das sind eher die schrägen Dinger hier. Beziehungsweise können wir doch machen. Wir lassen das Tor einfach irgendwie ein bisschen vorstehen. Dazu brauchen wir aber erstmal das entsprechende Material. Ach, Mann, meine Güte, was ist denn hier wieder los heute? Haben wir hier noch...
Nein, haben wir nicht. Haben wir hier noch? Nein, haben wir nicht, aber hier kann man die mit dazu tun. So. Haben wir echt keine mehr? Jetzt gucke ich hier unten nochmal eben nach. Irgendeiner von diesen Kisten ist doch bestimmt noch. Guck mal, hier ist noch Stein drin. Und hier sind auch noch die Steine drin. Das reicht doch wunderbar. So. Wir gucken mal oben. Weil, warum das Tor reinkommt. Und hier ganz einfach, die Baumfarm wird so viel abwerfen, dass hier unten drunter hier dieses Lagerding, dass das mit einmal Aberden komplett voll ist. Deswegen werden wir hier die Baumfarm so ein bisschen dafür nutzen. Einfach so ein bisschen, einfach so ein bisschen Lagerraum zu schaffen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wie sieht denn das aus? Das ist doch bestimmt total scheiße. Würdest du bitte hier in die Kante gehen? Danke. Nee, das sieht nicht gut aus. Ne? Das sieht nicht gut aus. Gut, aber was willst du machen? Wir werden nicht drum rumkommen. Gehen dann hier einfach ein tiefer. Wo setzen wir denn hier an? Das ist doch kacke. Wir können hier nirgendwo ansetzen. Da, wir müssen hier theoretisch irgendwie... Die Treppe ist nicht... Das ist doch scheiße. Och, die Idee war so gut, ne? Und jetzt geht das alles nicht. So. So. Das wird doch total scheiße aussehen, oder? Da leck mich doch am Arsch. Ach, jetzt habe ich die weggeschmissen, ne? Wir erstmal wiederholen. Da machen wir nur eine Tür rein. Eine Tür und ein Fenster machen wir rein. Ja. Da habe ich sie dazu getan, ne? Genau. So. Zack, 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 zack. Eine Tür und ein Fenster. Wir machen erstmal wieder zu und dann gucken wir mal, wie wir Tür und Fenster machen. So. Wir machen Tür. Ne, wir machen Fenster. Ja, gut, okay. Wir machen Fenster. Wir machen Fenster. Tür. Fenster hier. Guck mal, hier machen wir Fenster und hier machen wir Tür. Mal Doppeltür oder Einzeltür oder was? Hier machen wir Tür. Machen wir Tür. Nee, sieht nicht so gut aus, ne? Machen wir hier nochmal wieder zu. Und dann machen wir hier. Nicht ganz in der Mitte, na, vielleicht sogar noch einen weiter am Rand. So. Und hier drüber. Das Blöde ist, wir können halt hier auch keine Treppe setzen, weil die Treppe ist noch ein bisschen schmaler. Das heißt, wir müssen... Was müssen wir denn hier setzen? Guck mal, ein Fenster wäre dann... Also ein Zweierfenster wäre auch nicht so geil, ne? Hm. Machen wir denn hier am besten? Ja, mittig wäre ja hier, ne? Hier wäre halt... Sag mal, ruckelt das? Hm. Tja. Guck mal, hier wäre natürlich auch irgendwie dann für... Hier und... Ne. Guck mal, hier und zwei und hier und... Ich sollte vielleicht nicht aufnehmen, wenn ich nicht gut und lang geschlafen habe. Oder wir machen die Tür hier an den Rand einfach.
Jetzt muss ich aber doch ganz kurz mal, bitte. Entschuldigung vielmals. So. Ja, wir lassen die Tür mal hier irgendwie und dann... Ja, wenn wir dann doch noch Licht reinmachen wollen, dann müsste sie dann doch da hinten irgendwie... Ja, wir machen sie da hinten hin. Das heißt, wir machen sie hier hin. Und dann machen wir hier wieder zu. So. Und jetzt können wir nämlich alles, was wir zugeschüttet haben, erstmal wieder ausgraben. Total super mitgedacht. Juhu, wir können wieder ausgraben. Yay. Dann habe ich überlegt, wir machen 4 Abschnitte, weil wir 4 Baumtypen haben. Ja, wir haben ja die normalen, hier diese Apfelbäume, normalen Dingbaumteile. Und wir haben, kann man sie irgendwo... Da hinten, wir haben ja Birken noch. Und das sind so die beiden Standardbäume. Die ganzen anderen Bäume, die sind alle irgendwie größer. Das heißt, die können wir dann hier in der Baumfarm nicht pflanzen. Das bedeutet, wir haben Birken, wir haben normale Bäume, wir haben Birkenblätter und Setzlinge und wir haben die normalen Blätter und Setzlinge. Das heißt, 4 Abschnitte. Oder machen wir vielleicht Setzlinge, machen wir vielleicht extra irgendwie eine einzelne Kiste dann für und ansonsten machen wir dann halt eben zweimal irgendwie ganz bisschen übertrieben und dann passt das dann schon. So, wir gehen hier rein und wir gehen hier weiter und dann gehen wir hier durch. Upsala. Da ist was ausgegraben. Nochmal wieder zumachen. Wir wissen auf jeden Fall, wo die Decke ist. Gut, okay. Nee, wir müssen sowieso aufmachen, weil wir die Decke ja zubauen. Mit Steinen. Das soll ja halbwegs vernünftig aussehen. So. Mal gucken. Alles zugemacht. Jetzt schön wieder alles aufreißen. Super. Super. Gucken wir hier, wie tiefer reingehen können. Also wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Wand hinterbauen, dass hier dann eben auch zu ist, ne? dann nehmen wir dann vielleicht auch irgendwie Slabs oder sowas, ne? Dann kann man ja dann hier wunderbar davor setzen. Gut, jetzt in dem Fall falsche Richtung ausgerichtet, aber dass man die dann hier vorsetzt, die Slabs. Und dass das nicht so eine super dicke Wand ist, aber dass man halt eben von innen die Holz, ja, die Baumstämme nicht sehen kann. So, von der Breite her, was wir auf jeden Fall machen, dass wir 3 Hochkisten stapeln und dann wie in so einem Gang einfach bis nach hinten irgendwo durch. So, mal gucken, also hier machen wir auf jeden Fall noch weg. Ja. Und wie tiefer dagegen kann man dann ja immer noch mal gucken. So, das wären jetzt 2 auf jeder Seite und dann die Kisten, oder was meinst du? Ja, ne? Ja. Und da dann auf der Ebene, dann auf der Fläche die Kisten hin. Oh nein, das Holz wird nicht reichen. Was tun wir denn jetzt nur? Hm, ich habe eine Idee. Wir gehen mal auf unsere Baumfarm. Genau, da lachen sogar die Hühner. Hier, guck dir das mal an. Meine Güte, ist das nicht schön? Fast alles gewachsen. Ich würde ja fast sagen, wir lassen das hier einfach noch mal ein bisschen und gucken mal, wie viel sie abwirft, wenn sie komplett gewachsen ist. Hm, also so ein paar sind noch da. Aber hier müssen wir mal gucken. Lassen wir erstmal. So gut, dann machen wir erstmal weiter. Hm, weg. So, Häppchen essen hier. Nom, 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 nom. Ja. Joa, 3. Joa, vielleicht sogar noch einen 4. Wir können ja einfach mal ein paar Kisten machen. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie es denn dann wird. Wow, wow. Gut, aber wir haben hier noch Holz.
Da kriegen wir ja auch Kisten draus, denke ich mal. Ah, sehr gut. 12 Stück. Jo. So, hier, 12 Kisten. Na ja, gut, okay, sind sogar. Truhe, sind die gleichen Truhen. So. Ich wollte gerade sagen, warum stapeln die sich nicht? So, wir müssen hier einen freilassen, weil da ist halt noch was davor. Mal hier. Na. Hier. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es wären 9 Kisten pro Abschnitt. Ja gut, da wäre dann der nächste Abschnitt. Da wir ja 4 Abschnitte haben letztendlich. Ja, das heißt, wir haben 4 mal 9 Kisten. Das von der Fläche her hier ist schön. Boah. Aber vielleicht kann man die untere Kiste, kann man die vielleicht so einen vorziehen? Mal kurz von hier hinten. Das wäre dann so, ne? Aber warum sollte man das tun? Natürlich hier mit Treppen irgendwie. Kann natürlich auch so von innen irgendwie Treppen dran machen hier. Ja. Dann machen wir nämlich hier. Ja gut, das wäre halt hier scheiße, ne? Weil. Es wäre halt genau einer zu wenig, ne? Ja, wir müssen hier auf jeden Fall weg. Das wird so nicht gehen. Wir müssen auf jeden Fall weiter rein. Es soll ja nicht so ganz beengt sein hier, es soll ja schon so ein bisschen lockerer sein hier drin. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier Slab und wir nehmen mal den Schraubendreher und dann richten wir nämlich mal ein bisschen aus und dann gucken wir mal, was passiert. So. So. Oh, das wäre quasi dann hier die. Upsala, keine Slabs mehr. Das wäre dann hier die Dicke. Das ist aber noch okay. Übrigens, da die World Alliance sind, sieht das hier vernünftig aus. So, dann ballern wir nochmal eine Tür rein. Wenn wir Holz hätten, hätten wir auch eine Tür machen können. Boden. Oh, der wird ja eh dann Cobblestone. So. Zack. Und nämlich hier davor. So, Cobblestone. Und hier schließen wir mit Kies an und machen den Kiesweg dann hier irgendwie mit dran. Der wird ja hier noch längs geführt am Haus vorbei. Dann kann man nämlich von hier einfach eine Stufe runter machen. Und dann haben wir hier unseren Kiesweg hinten rein. Und ich glaube, vielleicht machen wir doch Fenster, ne? Vielleicht kein großes, sondern hier irgendwie so ein Zweierfenster daneben. Wir müssen da eh noch weiter rein. Wie weit können wir denn hier reingehen? Ach, guck mal, wir können gar nicht mehr so weit reingehen. Da wäre dann ja auch, wenn Beleuchtung gemacht werden würde, dann sowieso vorbei, ne? Und die Technik, die müssen wir ja auch noch, also die Pipes, die müssen wir ja auch noch dahinter bringen. Ich glaube, wir lassen das mit der Beleuchtung. Das passt schon. Gut, dann ist ja relativ einfach. Wir machen hier einfach zack und zack und zack und zack. Da kommt eine Treppe rein und dann machen wir hier nämlich weiter. Schraubendreher, danke, da bist du ja schon. So.
Und dann quetschen wir eine Treppe in die Ecke, die muss auch dann ausgerichtet werden. Irgendwie. So wollte ich sie haben. Zack und zack. Dann haben wir nämlich hier schön einmal eine Ecke rum. Und das wird dann weitergeführt bis hinten irgendwo. Und dann kann man nämlich mal gucken, wie weit wir dann reingehen. Machen wir es doch ein kleines bisschen anders. Ja. Kann man nämlich hier dann schön alles irgendwie. Ja, wie gesagt, ne, letzte Folgen. Alles zugemacht, jetzt wird alles wieder aufgerissen. Aber ich denke mal, das reicht von der Tiefe her dann auch. ja, so hier, no, hier weg und hier weg und. Da, 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 da. Upsala, da ist die. Mal einmal zurücklaufen. So, habe ich den hier noch? Hier habe ich noch. Und ich habe sogar noch Holz, das heißt, ich kann mir sogar noch ein paar Stöckchen machen. Und nehme ich mal hier schön. Einmal hier und nochmal dazu. Kann man hier nicht auch irgendwie so treppenmäßig, designmäßig irgendwas machen? Ich könnte doch hier sowas. Ja, von oben so ein bisschen irgendwie so. Ja, in Schutz vom Fenster und von unten dann so ein bisschen fensterbankmäßig. Ja. Hat vor allem den Vorteil, es ist kein so Riesenfenster, das sieht nicht so komisch aus, aber trotzdem ist es bis oben genutzt und vielleicht sollten wir es sogar drei breit machen, ne? Dann haben wir es nämlich schön symmetrisch. Dann noch eine Treppe rein und dann haben wir bestimmt nochmal natürlich keine Treppen mehr da. Ja. Sondern kommt noch Glas rein und dann haben wir dann hier schon so ein Fenster, das ist dann schon okay. Ja, es ist halt hier dann an der Ecke. Aber von außen ist es dann zumindest gleichmäßig. Irgendwie da ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Über der Tür könnte man das natürlich auch noch machen, so da rein der Ordnung halber. So als Regenschutz. Tür wäre dann eh innen irgendwie und dann kann man nämlich dann mal gucken. So, und jetzt gehen wir nämlich eben mal einmal kurz oben schauen. Ist denn hier inzwischen alles gewachsen? Hier ist alles. Die Reihe ist komplett. Die Reihe ist komplett. Die Reihe ist komplett. So, also jetzt kann man eigentlich einmal ernten. Wenn das Inventar nicht voll wäre. Okay. Aber hier ernten wir einmal. Oh ne, jetzt baut der die ab, ne? Der Hund! Der Hund! Ist gut jetzt! Mach mir nicht meine Bombenfarm weg, Junge! Alter, der hat hier die ganze. Hoffentlich macht er das hier oben nicht. Hier echt die ganze Baumform weggeholt. Das gibt's ja wohl nicht. Frechheit, sowas. Frechheit. So. Es ist alles wieder da. Gut. Das war scheiße. Das wäre natürlich noch eine geile Idee. Die gewachsenen Dinger, die haben alle eine ID irgendwie gesetzt als Meta. Und die Mod, die guckt dann eben, ob dieses Meta gesetzt ist. Und wenn ja, dann
baut das es nicht ab und wenn Meter nicht gesetzt ist, dann baut das ab. Das wäre mal eine gute Idee noch, ne? Gut, aber dafür haben wir jetzt Holz. Mit dem Holz wollte ich doch irgendwas machen. Ah ja, Kisten. Ich wollte Kisten machen, gut. So, aber Kisten brauchen wir nicht. Wir brauchen Slabs. Wir brauchen Slabs. Und dann machen wir nämlich hier. Dann machen wir nämlich hier. Mal schön. Hopsa. Mal schön eine Reihe Slabs irgendwie. So. Oder wir übernehmen das Design und machen von innen auch noch so Baumstämme dran. Also zusätzlich zu den Slabs. Es wird ja zu einer Baumfarm passen, ne? Ich glaube, wir machen das. Nee, hier. Also ist eigentlich so diese ganze Idee mit den Slabs zu setzen, damit die Baumstämme verschwinden, ist jetzt hinfällig geworden, weil wir setzen sie trotzdem und setzen die Baumstämme manuell. Und da haben wir nämlich von innen auch so ein bisschen Baumstammdesign. Das ist, glaube ich, okay. Und dann hier hinten auch nochmal. Da haben wir jetzt natürlich nicht mehr genug Baumstämme für, aber das ist okay. So und so. Dafür haben wir noch ein paar Slabs, die wir setzen können. So. So. Das wäre dann so von der Größe her, glaube ich, auch okay, ne? Schaufel. Jetzt wird es hier natürlich gleich wieder ein bisschen dunkel. Ach, meine Güte. Habe ja schon mal gesagt, den anderen mag ich irgendwie lieber. Aber man nimmt, was man kriegen kann. So, hier irgendwie eine Fackel mal in die Ecke. So. Dann kann man auch gleich gucken. Hier hinten machen wir mal oben eine hin. So. Ist ja, haben wir denn eigentlich noch eine... Natürlich keine Spitzhacke mehr. Das heißt, wir müssen gleich nochmal eine Spitzhacke machen. Die wird nicht mehr reichen. Das sehe ich so. So. Den hier weg. Und dann ist nämlich jetzt gleich hier unten. Ja. Da ist er hinüber. So, nach Hause. Und dann... Ach, was ist denn los heute? Meine Güte. So, haben wir denn hier noch... Nein, das heißt, wir nehmen mal ein bisschen mit. Ups. Ach, gleich 9. Komm, dann machen wir auch gleich 9 davon. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. 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 Und dann gehen wir dann nämlich... Na komm! Gehen wir nämlich einmal hier an die Wasserquelle und dann haben wir hier unseren schicken Eimer und dann haben wir nämlich das hier rein, dann machen wir das hier rein, dann machen wir das hier raus und dann machen wir den Eimer hier hin. So. So. Machen wir den mal. So. Rein, raus, raus, rein, raus, ja, raus, rein. Dieses scheiß manuelle Rausnehmen immer. Ich wiederhole mich da 100 Mal, aber ich bleib dabei, das war mal anders. So.
Und der letzte. Zack. So. Tauschen wir hier einmal aus. Ich brauche ja noch Eisen. Eisen, Eisen. Haben wir denn hier noch? Guck mal, hier haben wir noch Eisen. Das nehmen wir einfach mal mit drüber. Na, warum?